Grüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TV Hüttenberg. Endstand vor 3.314 Zuschauern 26:26. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Ja, schönen guten Abend. Für uns natürlich heute sehr erfreulich, dass die Endergebnis mit einem Punkt, dass wir das hier geschafft haben. Keine Frage, fand ich, dass wir schwer im Spiel gekommen sind. Wir haben sehr, sehr viel und ungeduldig, finde ich, gespielt am Anfang. Sehr viele Kreisanspiele oder halbe Chancen in den Nahtstellen versucht mit Schlagwürfen gegen einen sehr erfahrenen Torhüter. Das würde halt sofort gestraft mit Gegenstößen. Und was unsere Schwäche war, war dann halt auch wieder die Schwäche von Erlangen vielleicht heute, dass die das nicht konsequent gestraft haben, die erste Welle. Ich glaube, das waren reihenweise Gegenstoß- oder Sechs-Meter-Chancen, die nicht verwandelt haben. Und dadurch haben wir immer wieder irgendwie drangehangen, haben halt nochmal eine Chance gehabt, irgendwie am 1, 2, 3 Toren halt dran zu bleiben. Wir haben gut gedeckt, sehr gut gedeckt teilweise, auch mit guten Torhüterleistungen. Aber vorne waren wir nie richtig, finde ich, in Flow. Wir hatten richtig schweren Aufbauphasen, wo wir nie richtig so diesen schnellen Ball, das war nur eine Phase, fand ich, in der zweiten Halbzeit, wo wir, wo das permanent hin und her ging. Da haben wir ein bisschen schlechter verteidigt, aber auf der anderen Seite sehr gut Angriff gespielt, ob das schnelle Mitte war oder halt die... Die Auslösehandlungen haben wir sehr viel Fehldruck ausgeübt und schnell den Ball gespielt, aber das war nur selten heute der Fall. Und von daher bin ich sehr glücklich heute, dass wir einen Punkt mitnehmen, weil ich fand, die Abwehrleistung ja war sehr gut mit Torhüter, aber die Phase vorne war nicht in Ordnung. Da haben wir zu unkonzentriert und unsauber gespielt deshalb ist ein Punkt, muss ich dann ein Riesenkompliment, dass es reicht trotzdem für uns, für einen Punkt zu gewinnen. Und das ist dann ein Kompliment dann irgendwie auch an die Mannschaft, auch wenn das gleichzeitig eine Kritik ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Robert, wie sieht deine Einschätzung aus? Ja, auch erstmal schönen guten Abend. Ja, ich finde die Analyse treffend oder sehr gut. Wie gesagt, ich habe... Wir haben ein bisschen nicht Respekt, aber von dieser Spielweise, offensive Abwehr, diese lange Angriffe, was hört man bei Spielen, dass wir vielleicht nicht so eine Mannschaft ist, die uns passt. Aber ich finde da, wie gesagt, mein Kollege hat es super gesagt, wir machen das eigentlich sehr, sehr gut in unserer Abwehr am Anfang. Wir kriegen die hin, das, was die nicht spielen wollen, diese Würfe und so weiter. Und wir kriegen, was ich nicht gedacht habe, vom Spielverlauf so viele Gegenstöße. Ich glaube, wir schießen 5 freie Gegenstöße, erste Halbzeit noch ein paar freie von 6 Meter, zweite Halbzeit. So, wir können viele Analyse machen, hin und her. Aber wenn man gegen diese Abwehr so viele freie kriegt und die zum Schluss nicht reinmacht, das wird einfach ein bisschen bestraft. Das ist schade, weil ich finde, wir haben das gut gemacht. Zweite Halbzeit, auch eine Phase da, wo wir mit ein paar Mal 2 haben, 3 wegzugehen können. Ich glaube, sogar einmal haben wir 3 vor, können mit 4. Aber da kriegen die immer sehr schnell 1, 2 Tore direkt hintereinander. Das Spielverlauf wird immer knapp, eng. Und dann kommt es zu solchen Entscheidungen zum Schluss, enge Entscheidungen. Und da kann man so ein Spiel wie heute verlieren, gewinnen, auch unentschieden sein. Ich finde, der hat das auch richtig gesagt, ich finde über 60 Minuten, finde ich, dass wir das gut gemacht haben, auch ein besseres Ergebnis eigentlich haben müssen, aber so ist es manchmal und man müsste diese Sachen einfach besser lösen, Dinge reinmachen. Wie gesagt, das habe ich zum Beispiel bei anderen Gegnern nicht gesehen, dass die so viele Chancen freie gegen diese Mannschaft gehabt haben. So, das ärgert uns natürlich, daraus müssen wir lernen, weiter noch mehr zusammenrücken und irgendwo woanders diese Punkte holen und alles wieder gut zu machen. Danke. Danke, Robert. René, wie sieht dein Statement aus? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Klar, wir sind natürlich nicht zufrieden mit dem einen Punkt. Wir haben uns heute hier einen Sieg vorgenommen. Das haben wir aus diversen Gründen nicht geschafft. Ich denke, wir haben vorher eindringlich vor Hüttenberg gewarnt. Sie haben heute gezeigt, warum sie so schwer zu bespielen sind, warum sie
es gegen auch die Top-Teams der Liga so gut schaffen, mitzuhalten, zum Teil auch Punkte zu holen. Sie haben den Wetzlar einen Punkt geholt, die heute, glaube ich, Kiel aus der Halle geschossen haben. Also muss man schon sagen, auch den Hut vorziehen. Die spielen einen sehr guten Handball, aber man muss natürlich auch klar bilanzieren. Wir haben uns heute selber den Punkt genommen. Also im Grunde muss man sagen, wer so viele freie Chancen liegen lässt und immer trotzdem noch einen Punkt mitnimmt, muss man schon fast wieder positiv sehen, weil eigentlich war die Fehlerquote und die Wurfquote einfach viel zu schlecht. Das wissen wir selber. Wir haben uns die Chancen hervorragend rausgespielt. Wir haben mit viel Druck aufs Tor gespielt, die Abwehr gut in Bewegung gebracht. Aber am Ende muss der Ball halt einfach auch mal rein. Das war heute zu selten der Fall. Deswegen ist es, glaube ich, gerecht, fair, wie auch immer man das jetzt beurteilen möchte. Wir haben den Punkt. Wir haben, glaube ich, insgesamt schon ein sehr, sehr spannendes Spiel auch gesehen. Also das war schon vom Handballerischen her schon ein sehr, sehr dramatisches Finale am Ende. Aber ja, wir haben uns natürlich mehr vorgenommen und wollen natürlich jetzt in den nächsten Wochen auch mal selber eine Überraschung landen. Da haben wir jetzt jede Menge Möglichkeiten, können am Donnerstag in Hannover vielleicht gleich mal anfangen. Da können wir befreit, glaube ich, aufspielen und zeigen, was wir können. Danke. Danke, René. Zeit für Ihre Fragen. Fange ich halt an. Robert, du hast mit Nico Büdel als Spielmacher angefangen. War der Michael Haas angeschlagen oder war das eine taktische Entscheidung? Gegen diese offensive Abwehr ein bisschen 1-1 gehen. Und ich finde, Nico hat heute das Spiel sehr gut gesteuert für uns, finde ich. So, der hat es richtig gut gemacht. Christoph Benisch, Erlanger Nachrichten. Du hast mit Steinert trotzdem noch mal rechts außen gespielt, wie schon in Flensburg. Warum war das die Entscheidung letztlich? Ja, wir wollten ihn in unsere Abwehr reinkommen und da haben wir auf dieser Seite zwei gute Abwehrspieler mit Stein und mit Teile und die haben ja so gut gelöst oder insgesamt alle Abwehrspieler heute und wir haben ja auch, was ich gehofft habe, nach einem Aufsteiger, nach 4-5 Spielen, was die gut gemacht haben, ein kleines Loch vielleicht kann man sagen und das haben wir eigentlich gehabt heute, Hüttenberg, finde ich, die ersten 15-20 Minuten, aber wir haben die leider nicht ausgenutzt, die Chancen waren da, aber die sind Spieler, die haben hier ein bisschen zusammengespielt, trainiert, deswegen haben die angefangen heute. Gibst du mir recht, dass vor allen Dingen in der Schlussphase die Mannschaft ein bisschen nervös gewirkt hat und auch die Souveränität ein wenig gefehlt hat bei der Mannschaft? Kann ja sein. Man braucht ja einen Spieler, richtige Entscheidungen treffen. Und vielleicht war das ein bisschen im Kopf, dass wir so viele Freie liegen lassen und ein bisschen, aber so ist das in dieser Schlussphase. Dann kommt es auf diese Entscheidungen und die muss man richtig machen. Um beim rechten Flügel zu bleiben, Sie haben sich für Herrn Enström entschieden und nicht für Maximilian Lux. Halten Sie ihn noch nicht für so weit, dass er in solchen Situationen? Wir sehen heute, wie gut die mit beide Kreisläufer spielen. Diese Bodenpässe haben wir gesehen, ein paar Tore, 7 Meter. Und ich glaube, da ist kein auf die Seite gefallen. Bei Markus, glaube ich, das war auch eine Entscheidung, das Abwehr zu stabilisieren. Und das weiß ich, dass er hat auch ein Tor, kein Fehler hinten. Das kann bisschen mit Luxusgröße immer noch passieren. Die Innendeckung hat sehr leistungsmäßig meines Erachtens Schwankungen gehabt. Das heißt, habe es meines Erachtens zu passiv, dann wieder sehr aggressiv und dann auch in der Schlussphase war die Deckung dann auch wieder passiv. Ich weiß nicht, ob es dann läuferisch Hüttenberg die Deckung zu stark gefordert hat oder das von den Laufbewegungen, dass sie nicht mehr mitgekommen sind. Aber die war für mich ein bisschen passiv, die Deckung, dass eben doch zu viel Rückraumtore gefallen sind. Manche entscheidende Phasen, stimmt ja. Ich finde, wir haben, wenn ich das richtig sehe, ein paar Spieler, finde ich, okay im Griff gehabt, ein paar nicht. Das stimmt, aber da waren andere, die ein bisschen zu viele Tore gemacht haben, was wir nicht erhofft haben, aber das ist schwer, weil man muss arbeiten, vor, zurück, die spielen sehr, sehr lange, die nutzen das aus, dass man das nicht schafft und
Teilweise haben wir das sehr gut gelöst, aber nicht die ganze Zeit. Aber ich finde auch nicht heute, dass wir das Spiel in Abwehr und Torwart verlieren. Das finde ich nicht, sondern das ist vorne Gegenstöße, 7 Meter freie vom Kreis. Daran, finde ich, liegen die Entscheidungen heute in unser Spiel. Katze ist wieder rausgegangen nach kurzer Zeit, hat sich am Oberschenkel gegriffen. Weißt du, was da ist, gezerrt? Hinten passiert hinten Oberschenkel beim 7 Meter, aber was genau, weiß ich nicht. Ich habe nur, dass er nicht mehr spielen konnte, aber genau was das ist, weiß ich noch nicht. Gibt es noch Fragen? Ist nicht der Fall, dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und Ihnen einen schönen Donnerstagabend. Vielen Dank. Tschüss.